Morgen in einer Woche, am 12. August, wird der direkte Abgang im Kopfbahnhof zur S-Bahn dauerhaft gesperrt. Fleißige Bahnbeamte haben die bereits jetzt extrem langen Umsteigewege neu berechnet. Von bisher 9 Minuten wird es 13 Minuten brauchen, um von den Bahnsteigen zur S-Bahn zu gelangen. Vermutlich waren die Testpersonen 30-jährige Jogger und nicht koffertragende Rentner, die von Rottweil nach Feuerbach umsteigen. Der 12.8. bietet sich doch an, mit kompetentem Infomaterial vor Ort zu sein. Schauen Sie auf Ihrem Weg durch den Bahnhof an der Mahnwache vorbei. Die Mahnwache kann in der Ferienzeit alte und neue Unterstützer gebrauchen. Scheuen Sie sich nicht, über die Mitarbeit an der Mahnwache zu informieren. Dienste an der Mahnwache machen Spaß. Bevor nun unser Demozug startet, kurz zu den Terminen. Ich wiederhole nochmal ganz stichwortartig den morgigen Tag. 6.30 Uhr Blockadefrühstück, 7 Uhr Tunnelmönche am früheren Nordflügel LBBW, 9 bis 12 Uhr Bannerparade und um 18 Uhr eine Kundgebung, die im Moment noch von der Stadt untersagt wird, aber wie ich höre, juristisch angefochten werden soll. Dann, wer noch nicht genug hat von Stadtfesten, am kommenden Wochenende findet das traditionelle Umsonst- und Draußen-Festival statt. Das ist von Freitag bis Montag, kann man Musik hören, umsonst, und sich dort vergnügen. Zu erreichen mit der S-Bahn Haltestelle Universität. Jetzt noch eine Info zur Montagsdemo. Die Demos am 25. August, 1. September und 8.9. finden nicht auf dem Marktplatz statt. Der Marktplatz ist durch das Weindorf belegt. Die bisherige Planung ist, dass die Kundgebungen auf dem Urachplatz oberhalb des Kernerviertels stattfinden sollen. Nächste Woche wird es hierzu einen Demo-Fahrplan geben. Das ist noch in Arbeit. Aber schon mal vormerken, 25. August, 1. September, 8. September, nicht auf dem Marktplatz. Gut, das war's für heute. Unser Demozug kann starten. Der führt uns heute über den Schillerplatz, Plany, zum Schlossplatz. An der Ecke Bolzstraße wird es den Schwabenstreich geben. Weiter geht's durch die Lautenschlagerstraße, Schillerstraße zur früheren Straße am Schlossgarten. Dort ist die Montagsdemo offiziell beendet. Schönen Abend, gute Demo! Thank you.